Ja, ein sehr schweres Spiel. Über 3 Sätze, ich glaube 2,5 Stunden ungefähr. Aber ich bin trotzdem noch, freue mich aufs Finale jetzt gleich gegen Charlotte Klaasen, meine auch Trainingspartnerin. Man konnte meine Leistung anknüpfen und meine Leistung von der Jugend und freue mich jetzt einfach im Finale zu stehen und mein bestes Tennis zu spielen. Im Finale treffe ich auf Juliane Triebe. Wir kennen uns auch ganz gut, weil wir 1-2 Mal die Woche zusammen trainieren. Wenn es passt, also wissen wir beide, was auf uns zukommt spielerisch. Gegen den Herrn Hartenstern. Wird ein enges Match, glaube ich. Wir haben erst vor 4 Wochen im Finale gespielt und freue mich drauf. Ja, die Finalisten standen also fest bei den Hallenmeisterschaften des TVBB. Nachdem in den letzten Wochen bereits die neuen Berliner Meisterinnen und Meister der Jugendspieler ermittelt wurden, waren nun die Damen und die Herren am Zug. Wieder am Sonntag und wieder in der Havelland-Halle in Seeburg wurden die Halbfinals und die Finals ausgespielt. Die Damen hatten dabei natürlich wieder den Vortritt, so gehört sich das auch. Und so trafen Juliane Triebe vom BSV 92 und Charlotte Klaasen vom TC Blau-Weiß aufeinander. Beide Spielerinnen hatten hier schon ein sehr knappes und anstrengendes Halbfinale hinter sich. Sie mussten sich jeweils in 3 Sätzen gegen ihre Konkurrentinnen behaupten. Umso größer natürlich jetzt der Ansporn, auch noch das Finale zu gewinnen. Der erste Satz war dann auch wieder heiß, hart umkämpft. Juliane Triebe entschied schließlich den Tiebreak für sich und konnte den ersten Satz somit 7-6 gewinnen. Im zweiten Satz siegte sie dann ja souverän mit 6-3 und sicherte sich somit ihren 3. Berliner Meistertitel der Damen. Ja, ich freue mich sehr über meinen 2. TVBB Damentitel. Ich habe jetzt 2 Jahre ausgesetzt und nicht gespielt und deswegen ist es halt dann jetzt erst wieder, also ein bisschen Pause gemacht, aber mein 2. Titel und ich freue mich sehr darüber, es war ein gutes Match. Bei den Herren gestaltete sich der Finaleinzug jeweils etwas leichter. Dominik Wirland vom Tennisclub SC Charlottenburg Berlin und Jonas Hartenstein von Rot-Weiß gewannen ihre Halbfinals jeweils eindeutig in 2 Sätzen. Hartenstein konnte ja bereits vor kurzem den Titel der U18-Meisterschaften gewinnen, hatte dieses Mal aber natürlich ein schwierigeres Finalspiel gegen den 10 Jahre älteren Dominik Wirland. Trotz eines guten Spiels musste sich Hartenstein dann jedoch geschlagen geben. Dominik Wirland ließ dem Newcomer wenig Chancen und der Mann vom TCSCC gewann schließlich in 2 Sätzen eindeutig mit 6-3 und 6-2. Somit wurden aus den Finalisten also neue Vizemeister und Berliner Meister. Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern und freuen uns schon auf die nächsten Meisterschaften des TVBB.